Einen wunderschönen, meine Lieben. Ich bin der Hausi und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, The Beast Inside. Hausi, kannst du bitte mal ein Horrorspiel spielen? Ihr habt es euch gewünscht und hier ist es. Ich weiß nichts über dieses Spiel, es wurde anscheinend über eine Kickstarter-Kampagne finanziert. Ich habe mir nur die Bilder auf Steam angeschaut, das sah schon heftig aus. Ich habe die Kommentare gelesen, die waren nicht ohne, haben viele Leute geschrieben. Nichts für schwache Nerven und ziemlich viele Schocker. Ich bin ein sehr schreckhafter Mensch, ich habe auch schon etwas Sprühstuhl. Nichtsdestotrotz werden wir das jetzt gemeinsam anfangen. Es kommt auch noch zu einem Überfluss dazu, dass ich Dolby-Kopfhörer mitten in der Nacht. Wir werden sehen, wie es läuft. Wenn ihr euch fragt, warum ich gerade neu starten musste, weil mit dem Streaming-Programm was nicht funktioniert hat, ich habe nichts gesehen bis jetzt. Wir spielen auf normal und ab geht die Luzi. Where am I? Why? Hier habe ich das Video davor abgebrochen. Why are you stalking us? Is this about Adam's work? What do you want from us? Why are you tormenting our family? No! Adam! Oh, no. No, what have you done to Adam? Oh, God. War calls for casualties. No, there is no war. We're just a regular family. You hear me? We just wanted to live our life. And you've ruined everything. Pictures, bugs, threats. And now you've killed them. Stay away! Don't! They already know about you. They've been watching the house. They won't let you. Hush. No! What are you doing? What are you doing? I am sitting in the front line. Eine Woche vorher. The sweep of the past. President Carter had commented on the Russian threat that we... Go, the more doubts I have. It will be challenging, true. But it was you who kept saying you'd like to get away from the city. War genauso aus, oder? The wild. For the weekend, honey. Not for the rest of our lives. Who says it's for the rest of our lives? Really, Emma? We don't know the day or the hour. Oh, very funny. Like we don't hear enough about nuclear threats in the media. That's what I'm talking about. If I don't break the code, this country will be like a basket full of nuclear mushrooms. Gar keine Lust auf sowas. But then again, wir haben jetzt schon Angst. Die fahren durch einen wunderschönen Wald. On us before Brezhnev's boys launch their first missiles. It's no shack. It's a present from your parents and you should appreciate it. Das Haus sieht aber nicht allzu groß aus. Oh, it looks even better than the photos. Wer pennt denn bitte auch in so einem Wald? Stuff made it here before us. And those lazy movers didn't even bother waiting for us. That's okay. We can bring it all in ourselves. Yeah, meaning I toil away while you give orders from the shower. Three-hour drive and we're finally here. The place seems peaceful and quiet. Peaceful? Maybe it'll help me to focus on those damn telegrams to decipher. Honey, don't just stand there. Those boxes won't carry themselves in. Ich hoffe, das ruckelt mir im Video so. Das ruckelt wie Sau. Quiet until Emma showed up. Auch im Spiel. Mal schauen, dieser Blur ist ja schon allein furchtbar. Ich habe jetzt dieses Blur ausgemacht, weil das sah furchtbar aus. Dürfte es besser laufen. Tun wir uns das mal an.
Press tab to check the voice recorder. Adam used the voice recorder to record conversations and his thoughts on the current event. Okay. Gotta get those boxes inside. I should put the box on a table upstairs. Ja, und wie kriege ich jetzt die Tür auf? Muss ich erst die Tür aufmachen? Put on the box on the table upstairs, also. Was für ein Table upstairs? Hier ist kein Table. Wollte es nicht mit allen machen, oder? Ach, hier hin. The box is where it should be. Time to paint the walls. I think there's some paint in the attic. I'm to paint the walls. Oh my god. Get to the attic. Was in the attic? Was ist eine Attic? Da kann ich nicht rein. Fuck, ich weiß nicht, was eine Attic ist. Hier? Read. Okay. Okay. Ja, uninteressant. ich muss Wände streichen. Wo denn? Gehen wir mal hier lang. Da ist ein Wecker. Was zum Lesen. Du kannst halt... Da kann man nicht rein. Da ist zugesperrt. So, was ist denn das für ein Haus? Da ist auch zugesperrt. Läuft irgendein Föhn? Oh Gott, lese ich jetzt nicht alles. Fake. Nehmen wir mal mit. Okay, das ist vielleicht interessant. Das ist, die Uhrzeit ist vielleicht interessant. Aber verstellen kann man dann nichts. Okay. Paint. Oh, jetzt steht der Farbeimer wieder da. Wenn wenigstens irgendwo eine Farbrolle stehen würde. Ja gut, wahrscheinlich ist es oben. Ich musste ja auch hoch mit der Box. Es ist bestimmt hier oben irgendwo. They paid those bastards in advance, so of course they didn't bother to take... Ja, ja, er hat die da bezahlt und die haben ihre Arbeit nicht gemacht, die Kollegen. Wie es halt immer ist, gell? Nehmen wir auch mit. Zugesperrt. Zugesperrt. Da drin läuft irgendwas und es ist aber zugesperrt. I can't get in the attic without a pole hook. Ist auch zugesperrt. Und zugesperrt. Okay. Wo ist meine Alte eigentlich hin? Gerade gar nicht, Leute.
hat jetzt gerade gesagt, er kann nicht mit diesem Stock in die Erde gehen. Also muss ich vielleicht irgendwo einen Schlüssel finden. Hier waren wir auch. Oh, was ist hier? Auch zugesperrt. Das gibt's ja alles gar nicht, ha? Mein Schraubenschlüssel. Was? Achso, die geht nach innen auf. Also meine alte hat sich aufgelöst, so viel steht fest. Die ist weg. Oh, den Schraubenzieher kann ich mitnehmen. Kann das Zeug halt irgendwie nicht... Kann den bloß schmeißen. Ich dachte, vielleicht kann ich ein Schloss aufbrechen oder so. Immer nochmal hoch. Weiß gerade echt nicht, wo wir hin müssen. Ich muss echt schnell nachschauen, was ein Attic ist. Okay, ich habe nachgeschaut, Leute, es ist der Dachboden. Der Dachboden ist hier, okay. Wie kann ich den Stock jetzt nehmen, den ich da gefunden habe? Ja, ich möchte ihn benutzen. Ah! Das Erste, was sie in dem Haus streichen, ist der Dachboden. Okay, das macht Sinn. Mir werden jetzt vielleicht ein paar Dinge auffallen, die wichtiger wären, aber... Everything, even in the womb. So we will make a great agent, just like Dad. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Check the dining room. It should check be in the drawer. Check the dining room. It should be in the drawer. Okay. That's the dining room, oder? Ah, hier drüben. As if there was one drawer. Bin jetzt schon erschrocken, weil das da rechts so aufgefahren ist. Mann! I can't find it in the dining room. Oh, sorry. I guess I didn't get it from the trunk. Oh, typical. Weiber. Okay. Das ist auch zugesperrt, ihr verarscht mich doch. Jetzt hat, okay. Oh Mann, Mädel. Also. Take. Haben wir da vielleicht noch irgendwas tot? Ne? Okay. Jetzt können wir auf den Dachboden. Ich weiß zwar nicht, ob ich auf den Dachboden möchte, aber es ist möglich. To find hidden messages. Aha. Okay, da haben wir jetzt eine Message gefunden. Aber du kannst ja echt alles aufheben in dem Spiel. Was ist denn da los? Wieso kann ich das Ding mitnehmen? Was für Dinger? Oh Gott, da geht's ja noch weiter hoch. Das brauche ich wahrscheinlich. Muss ich da irgendwie bücken? Nö. Ich komme da nicht hin. Aber da liegt was drin.
Ah, eine Axt. Die ich nicht mitnehmen kann. Oh, aber die Axt kommt mir sehr bekannt vor. Auch wieder zugesperrt. Den kann ich auch mitnehmen. Meine Güte. Ja, du kannst hier echt alles angrapschen und anfassen. Ja, geh mal wieder runter. Ich schätze mal, das Stemmeisen habe ich gebraucht, oder? Warum auch immer. Oh, jetzt läuft da wieder der Föhn. Kann ich hier irgendwie Aufgaben? Find the paint in the attic. Da oben muss Farbe sein. Bin da so blöd hingelegt, dass ich da nicht runtergehen kann. Da ist Farbe, oder? Aber das war's jetzt nicht, oder? Ist doch Farbe. Heidanei, jetzt sag halt, was ich brauche da oben. Da ist keine Farbe sonst, nur so Sprühlack. Bin ich blind? Leute. Gas. Irgendwelche Flaschen? Muss ich das jetzt vielleicht aufbrechen mit der? Auch nicht? Ich sehe keine Farbe, Leute. Machen wir hier mal auf, ein bisschen durchlüften, gell? Muss ich den vielleicht irgendwie auswählen? Finde die Farbe auf dem Dachboden. Oh, da ist auch noch eine Tür. Ah, hier, oder vielleicht? Das sind die einzigen zwei Farben, die ich finde. Wenn ich damit runtergehe, passiert ja auch nichts. Find the paint in the attic. Attic ist Dachboden. Leute, ich suche ein bisschen rum und wenn ich es gefunden habe, schalte ich euch wieder dazu. Dann müsst ihr euch das jetzt nicht so lange anschauen. Oh Leute, ich krieg die Vollkrise. Ich habe rausgefunden, dass man es auf Deutsch stellen kann. Na, ich es auf Deutsch gestellt, dann fängt das Spiel echt wieder von vorne an. Aber ich bin auch nicht weitergekommen. Also, ich habe die Farbe immer noch nicht gefunden. Machen wir den ganzen Müll hier wieder. Jetzt muss ich den Schlüssel wiederholen. Ich habe jetzt aber nochmal nachgeschaut. Attic ist Dachboden. Es muss da oben sein, also. Honey, it's not there. Komm, sag's. So, raus zum Auto. Kofferraum, uff. Schlüssel raus. Zack, weg damit, weg. Und wieder nach oben. Uff, das Ding und rein da. Na, mach doch auf. So. Gut, was hat man da? Das Ding haben wir angeguckt. Da war ja so ein Hinweis drauf. Ne, der war nicht hier drauf. Doch, hier war er. Um versteckte Botschaften zu finden. Seine Beine, seine Beine sind abgebrochen. Jemand muss ihn ziemlich hart etwas gegen geschlagen. Hier irgendwas. So, zack, weg damit. Jetzt läuft da unten wieder Wasser. Das finde ich immer voll räudig. So, hier oben haben wir unsere Brechstange. Die nehmen wir wieder mit. Dann auf C bückt man sich.
Dass die Axt wieder. Ach, aber die konnte ich ja eh nicht mitnehmen, gell? Ja, und ansonsten bin ich genauso weit wie vorher. Das ist der Teppich, den. Was ist das hier? Ein Bild. Painting oder? Ich suche den Dachboden nach Farbe. Ja, da hinten sind diese Sprühflaschen, aber das sind sie ja nicht. Tu doch den Stuhl weg. Das ist alles so anstrengend. Genau, lüften wollten wir, gell? Das machen wir wieder auf hier. Dass da mal ein bisschen Luft reinkommt. Was ist hier? Ah, nee. Ja, komisch aus. Nee, 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 Leute. Oder vielleicht. Nee. Diese Brechstange könnte sich noch als nützlich erweisen. Ja, das kannst du bestimmt aufbrecheln, oder? Teppich wegschieben kann ich auch nicht. Dahinter ist auch nichts. Kann ich auch nicht mitnehmen. Ich brech zusammen, Leute. Ich brech zusammen. Ja, abermals. Sobald ich was weiß, schalte ich euch wieder dazu. Den Müll können wir mal wegschmeißen, oder? Nee, können wir nicht. Kommt mir so komisch vor. Die schaut ganz anders aus als alle anderen. Aber ich. Die Brechstange kann ich nicht hernehmen. Man kann das Zeug halt nicht benutzen oder so. Oder kann ich das irgendwie auswählen? Ja, wie gesagt, Leute, sobald ich was weiß, hole ich euch wieder dazu. Leute, ich bin der blindeste Tölpel, der durch die Gegend läuft. Die schimmert sogar so. Wie kann man das übersehen? Damn it. What's that? A loose plank. Someone's hidden something under the floor. Was? What could it be? Alter. Treasure? Hope it's not great grandpa's porn mags. Nimm die Brechstange wieder. Jetzt lässt du die Brechstange liegen. Das? Oh Gott. Okay, MHPO ist ganz groß geschrieben, seht ihr das? Und J ist gleich C. Goddamn codebreaker. Wait, isn't that what I do for a living? MHPO und J ist gleich C steht da drauf. Der Untersuchungsmodus erlaubt es dir, bei einigen Gegenständen zusätzliche Aktionen durchzuführen. Okay. Ein Hilfsmittel zur Entschlüsselung. J ist gleich C. Stand da. Das kann ich nicht drehen. Also J auf C. Dann passiert nichts. Was waren das für Buchstaben? M? Habe ich schon wieder vergessen. Das Apparat wird mit. Mann, man macht das doch nicht so schnell. Ah! Ich weiß jetzt schon die Buchstaben nicht mehr. Ich habe ein Gedächtnis wie. Weiß ich nicht was.
M-H-P-O. Ah, M-H-P-A-O. M-H-P-A-O. M-H-A-P. Da gibt es kein P. Und da gibt es kein O. Hä? Bin ich blind? M-H-P-A-O. Ah! Ich muss jetzt quasi auf der Scheibe, wir stellen die Scheibe auf J-C. Dann ist M-F. Also F. F-A. F-A. T, Fett, Fatmans Haus kommt da raus. F-A-T. M-H-A-P-O. M-A-H-P-O, okay. Fett. Fetti. Fetti mit H. Okay. Ja, das, wenn nicht stimmt, hä? Das stimmt natürlich nicht. Warum stimmt das nicht? Nur mal die Notiz anschauen. M-H-P-A-O. So. Ja, mega, hä? Leute. Schlüssel? Ein antiker Schlüssel, in welches Schloss er wohl passt? Das ist es nicht. Wir nehmen ihn mal mit. Property of Nicholas. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Evening. Wir schreiben den 27. September im Jahr unseres Herrn 1864. Es ist Abend, beinahe Nacht. Nie zuvor hielt ich es für nötig, ein Tagebuch zu führen. Jedoch sagte man mir, dass es dabei helfen könnte, meine verlorenen Erinnerungen wiederzuerlangen. Das Niederschreiben meiner Gedanken bringt zudem ein gewisses Maß an Klarheit mit sich. Es hilft mir dabei, Fakten von Fiktion zu trennen. It is September 27th, in the year of our Lord, 1864. Evening, almost night. Oh, nicht Nacht. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Besides, writing entails a clarity of thought. Makes it easier to distinguish facts from imagination. I'm home again after 10 years absence. I'm relieved to find the house unscathed. Nein, mach das an. That's good. It's the only roof I have over my head for now. I should light some candles and take a look around. No trace of my father. Did I honestly think he would welcome me at the door? He vanished a decade ago, without so much as leaving a letter. The house feels strange, even though it has not changed one bit. There are fears creeping out of the darkness whose source I cannot define. The memories will come back, that's what they told me. Maybe then I will realize what happened. Leute, ich scheiß mich gerade so ein. Gibt's da nicht noch mehr Kerzen? Oh, ich erschrecke immer, wenn da von links was kommt. Oh. Sehr cool.
Wie benutze ich das? Alte Lampe, Petroleum. Benutzen. F, um die Lampe anzuziehen. Oh ja, sehr schön. Scheiße, was war das? What could it be? Kam von oben. Oh mein Gott. Ja, mach mal die Kerze unter dem Holzschrank an. Es war halt nicht der Wind, Alter. Hey, what are you doing here? This is private property. Schau dich außerhalb des Hauses. Ja, genau, gute Idee, geh raus. Alter. Nein, lass die Lampe an. Da geht man doch nicht raus, Junge. Where the hell did he go? Hey, you still here? We better take a look. He pointed at the shed. Hat auf den Schuppen gezeigt. Wo sind der Schuppen? Da. Das ist jetzt so. Oh, der hat doch nicht hierhin gezeigt, der hat doch darüber gezeigt. Schau dich im Schuppen um. Weg mit dir, komm. Weg, weg, weg. Strange, the light is coming. Scheint ein Licht im Innern, doch die Tür ist verschlossen. Maybe I can find something to cut through the chain. Oh mein Gott. Eine Axt vielleicht? Da liegt ein Bolzenschneider. Oh fuck off, was ist das? What the hell is this? Mann, Alter, was ist das für ein Roman? A gruesome murder here? Oh, Lampenöl. John Norton. Sounds familiar. Bleihölzer? Oh Gott. That's my father's hat. Okay, das geht ja noch. Damit kann ich leben. Basement. Did he leave this as some kind of clue for me? I should look into it. Ja, guck halt. Oh Mann. Kann man da irgendwas mitnehmen als Waffe oder so? Ne, wäre ja auch Quatsch, eine Waffe mitzunehmen, gell? Lampenöl sehe ich jetzt keins mehr. Oh! Alter! Hab ich mir das jetzt eingebildet? Boah, Leute, ich bin so schreckhaft. Ich bin so schreckhaft. I don't feel like looking for that vagabond in the dead of night. Jetzt muss ich mir echt die Aufnahme anschauen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich mir das eingebildet habe. Boah, scheiße, ich habe richtig Herzrasen, Leute.
Okay, ich hab's mir nicht eingebildet. Wieso stört das meinen Charakter nicht? You let yourself in? Hey, are you deaf? I'm talking to you. Ich muss da hingehen. Ich kann nichts machen. Alter, ich scheiß mich so ein. Okay, ich muss da außen rumgehen. Oh Mann. Da kann ich auch nicht durch. Kein Hinweis da. Fehlt doch ein Stück. Oh, Scheiße, Leute. Oh Mann! Wieso mache ich das auch so laut, ich Depp? Where did all this blood come from? Dear God. Boah, fick dich, Alter. Das macht er doch nicht freiwillig auf, oder? Welcher normale Mensch würde denn das aufmachen? Ja, natürlich ist das keine gute Idee, Alter. Oh mein Gott. Ich bin so ein Schisser, ich bin so ein Schisser. Ich will wieder in die normale Zeit. Maybe there's another way in. Vielleicht gibt es einen anderen Weg hinein. Mann, Alter, lass es doch einfach. Lampe an. Damn it, I can't open it. Maybe there's something in my briefcase. Dietrich. Get it open. Was hat er gesagt? Maybe there is something in my briefcase. Wo ist das? I have to get in there. Whatever happened. I hope it's not my father's blood. Was? Eine Gartenschere, der klingt, auch wenn der Zahn der Zeit an ihr genagt hat, könnte sie noch nützlich weisen. Ja, aber da geht die nicht. Ich brauche einen Dietrich. Was hat er denn da gesagt? Ich muss jetzt echt wieder nach oben gehen, oder wie? Oh, bevor ich jetzt hochgehe, das lese ich jetzt nochmal. Ist verschlossen und der Eingang an der Seite mit einem Vorhang so viel Blut. Wäre es gerade erst. Ich hoffe nur, dass mein Vater... Er hat irgendwas gesagt in seiner Brieftasche, also in seinem Aktenkoffer. Aber wo ist der? Ich finde einen Weg aus dem Keller, ja. Hier, wo ich heute hergekommen bin, oder? Oh Gott! Ach, Mann. Alter. Und er hat so ganz cool, habe ich mir das eingebildet. Schnell. Was zur Hölle ist das? Ja, ich hab eine Schere.
Der ist echt tiefenentspannt, der Typ. He's upstairs. What does he want from me? Boah, fick dich, Alter. Renn einfach. Ich renn einfach. Wo ist die Blutspur jetzt? Was folge der Blutspur? Lampe nachfüllen. Oh mein Gott. Has someone gone through my briefcase? Ja, da ist ein Schlüssel. Oh, scheiße, Leute. Ich sage ja, ich bin so ein Schisser, das ist echt schlimm. Ich liebe Horrorfilme, aber spielen ist was ganz anderes. Das ist ganz schlimm für mich. Damn it, someone must have torn out the rest of the pages. Das ist nicht so schlimm. Strange. I was in the attic and I'll show the diary to Emma. She might find it interesting. Okay. Okay. Leute, ich muss mir das erstmal Blutdruck wieder runterkriegen. Ich hoffe, euch gefällt es. Ja, wenn ihr das sehen wollt, wie ich mich erschrecke, wie ich mich einscheiße, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst mir ein Like da. Dann werde ich weiter machen mit Horror Games und vor allem mit dem Game hier. Mir macht schon Spaß, obwohl ich echt angespannt bin. Ja, wie gesagt, lasst mich eure Meinung in den Kommentaren wissen und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.